Und schon willkommen zurück. Ja, wir haben letztes Mal weiter mit den Untersuchungen gemacht. Nephews Haus ist bestimmt abgeschlossen. Nein, Nephews Haus ist offen. Aber hier gibt es nichts allzu Interessantes. Also gehen wir wieder. Gehen wir halt in Gavins Haus. Die Tür ist abgeschlossen. Gehen wir halt in nicht Gavins Haus. Das Tagebuch der Person namens Johnny. Es ist Weihnachten und ich verbringe wieder meine gesamte Nacht alleine arbeiten an meinem Game. Es hat mich Ewigkeiten gekostet, bis ich rausgefunden habe, wie ich mit dem neuen System umgehen kann, aber jetzt scheine ich ein bisschen Fortschritt zu machen. Carol ist wieder zurück in der Stadt. Ich sah sie heute beim Einkaufscenter, aber ich habe mich leider nicht getraut, sie zu fragen, ob sie mit mir ausgehen möchte. Auf der anderen Seite wiederum geht der Fortschritt des Spiels wunderbar voran. Und ich denke, ich bin bald fertig. Ich hoffe, jemand möchte spielen. Es sieht aus, als ob Gavin mit Anita ausgeht. Ich habe sie heute zusammen rumwandern sehen. Anscheinend. Sie hat irgendwas Dummes gemacht und sie war wütend. Er war wütend auf sie. Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, sich für sein brutales Verhalten zu entschuldigen. Ich denke aber, dass sie sich wirklich gegenseitig lieben. Sieht so, als ob wenigstens für etwas zu gebrauchen wäre. Gavin hat dafür gesorgt, dass ich mich endlich getraut habe, Carol auf ein Date auszuführen. Wir werden uns in 3 Tagen treffen. Oh Gott, ich bin so nervös. Ich dachte nie, dass sie jemals Zeit mit mir verbringen wollen würde. Andererseits gesehen habe ich momentan sehr viele Probleme mit Glitches im Spiel. Aber das ist mir egal, denn immerhin habe ich endlich mal ein Date. Ganz viele Computerbücher. Nein. Ich erinnere mich, glaube ich, noch richtig, dass das alles nur Bullshit war, was da drin stand. Halt immer mehr über den ganzen Dämonenkram. Und dafür brauchen wir einen Kartenschlüssel. Und das ist tatsächlich quasi ein Secret Ending im Spiel. Dazu werde ich erst ganz, ganz viel später kommen. Das Einkaufszentrum ist auch abgeschlossen, das weiß ich noch. Und da liegt ein Relaxo. Was auch immer das ist, es blockiert mir den Weg. I'm so sorry. Ich musste gerade einen Schluck. Was auch immer das ist, das blockiert mir den Weg. Das sieht aus wie ein großes Stofftier. Das ist auf jeden Fall viel zu schwer, um es zur Seite zu schieben. Du hast Gavins Schlüssel gefunden. Das ist ein. So sieht aus wie ein Brief und da drinnen steht sowas wie: Haha, Gavin! Ich liebe dich. Ja, gut, was liebe ich. Wie liebst Anita? Es tut mir unendlich leid, wie ich mich verhalten habe. Ich meinte nicht so zu reagieren und so böse zu dir sein. Als ich bemerkte, dass du Lorelei über meine Hunde erzählt hast. Du musst immerhin verstehen, dass es für mich eine sehr komplizierte Situation ist. Ich hätte verhaftet werden können. Danke, dass die Cops den versteckten Raum nicht gefunden haben. Du weißt, wie sehr ich dich liebe, liebste Anita.
Wenn du dich einsam fühlst, kannst du gerne jederzeit zu mir nach Hause kommen, egal ob ich da bin oder nicht. Du hast hier meinen Schlüssel. Just dreamin'. Bleib einfach aus dem Keller raus. Aber ansonsten fühle dich wie zu Hause. In aller Liebe, Gavin. Und wow, wir haben endlich. Komm endlich hier zu dem interessantesten Abschnitt des Spiels. Denn wir werden jetzt Gavins Haus auseinandernehmen. Erstmal eine neue Notiz. Und ein Schrei eines Vulkanos. Und ein Hund. Oh mein Gott, hier ist überall Blut und es sieht so aus, als ob der Hund dafür zuständig ist. Seine Reißzähne sind blutgetränkt. Das ist schlimm, er sieht hungrig aus. Und er sieht aus, als ob er mich essen möchte. Ich habe nur meinen Regenschirm, um mich zu verdecken. Aber damit sollte ich immer in der Lage sein, ihn zu killen. Aber das was working. Pokémon Go ist gar nichts dagegen. Au. Hurenhund. Ich habe es geschafft. Ich fühle mich zwar nicht gut, aber immerhin bin ich noch am Leben. Oh Gott, das hört sich an, als ob noch mehr von diesen Dingern sind. Von oben. Scheiße, ich muss hier weg. Ich kann nicht mit mehreren davon auf einmal mit nur meinem Regenschirm arbeiten. Kämpfen. Ich stecke fest. Hurra! Lauf, Schlampe, lauf! Kleinen Moment bitte. Beziehungsweise, ich mache hier Aufnahme, stopp komplett und das war's für die Folge. Wir sehen uns gleich wieder.